Und ich gewöhne mich auch langsam an den Gedanken, dass wir bald miteinander verschwägert sein werden. Wie meinst du das? Naja. Dass du Pascal heiraten wirst. Dass du dich entschieden hast. Das freut mich. Das freut dich? Ja. Du willst mir erzählen, dass du dich freust? Worüber? Dass ich einen faulen Kompromiss eingehe? Auf meine Träume verzichte und sie begrabe? Dass ich niemals glücklich sein werde, weil wir mal eine Liebe hatten und sie verraten haben. Was meinst du damit, wir haben unsere Liebe verraten? Willst du deine Verlobung mit Pascal wieder lösen? Willst du, dass ich mich von Judith trenne? Ist es das? Glaub doch, was du willst. Alles okay bei dir? Geht schon. Sieht aber nicht so aus. Warum bist du so wütend? Oliver hat mir gerade gesagt, wie sehr er sich freut, dass Pascal und ich heiraten. Komm mal her. Wie kann er mir zu Pascal gratulieren? Verstehe nicht. Ich find's eigentlich ganz okay. Was ist denn daran okay? Oliver ist verheiratet. Er muss dich endlich freigeben. Das Einzige, was ich nicht in Ordnung finde, ist, dass es dir so schwer macht. Ich verstehe nicht, warum ihr euch noch getroffen habt. Er soll dich endlich in Ruhe lassen. Wir sind uns ja in letzter Zeit aus dem Weg gegangen, aber das war eine Ausnahmesituation. Hey, wenn man sich sehen will, sucht man Ausnahmesituationen. Das war wirklich eine. Ariane Wellinghoff hat ihren Mann mit Kathi erwischt. Unserer Kathi. Ach du Scheiße. Oliver brauchte jemanden zum Reden. Du musst etwas essen. Ich habe keinen Hunger. Ich meine es doch nur gut. Könntest du bitte im Gästezimmer schlafen? Wie bitte? Gut. Wenn du es wünschst. Schlafe ich eben im Gästezimmer. Also sind Kathi und Alexander jetzt aufgeflogen? Ich habe mich sowieso schon gefragt, wie lange die beiden das noch geheim halten können. Du weißt davon? Ja, ich habe sie auch in Flagranti erwischt. Hier. Wieso hast du mir das nicht erzählt? Ich dachte, Kathi wird sie schon erzählen, wenn ihr danach ist. Außerdem fand ich es nicht wichtig. Seit wann weißt du das? Naja, seit dem Tag meiner Ankunft. So lange geht das schon? Oh, ich verstehe nicht, dass Kathi mir davon nichts erzählt hat. Das muss ihr doch auf der Seele brennen. Kathi hat eine Seele? Heiko. Wo kommst du denn jetzt her? Ich war im Park spazieren. Im Dunkeln? Ja. Es ist total klare Luft, da kommt man gut zum Nachdenken. Gibt's denn was Besonderes, über das du gerade nachdenken musst? Nein. Wir planen ein paar größere Geschäfte in der Bank. Ich kann dir so leider nichts Spannendes erzählen. Du siehst ganz verfroren aus. Komm mal her zu mir, ich wärme dich ein bisschen. Oh.
Alles, was dich bewegt, ist spannend für mich, auch wenn es Bankgeschäfte sind. Außerdem, mit wem willst du denn sonst darüber sprechen? Danke, das ist lieb. Aber es ist wirklich alles in Ordnung. Schade, dass du nicht mit zu Tina gekommen bist. Warum? So könntet ihr wenigstens in Ruhe eure Frauengespräche führen. Wir haben nämlich über dich und über unser Kind gesprochen und ich habe dich in den höchsten Tönen gelobt. Ich frage mich, ob man dauerhaft so glücklich sein kann. Vielleicht. Ich kenne allerdings nicht sehr viele Paare, die dauerhaft glücklich sind. Tina und Matthias. Und trotz allem, deine Eltern leben es doch auch vor. Wir müssen ihnen das nur nachmachen. Ich putze mir eben schnell die Zähne, ja. Bleib noch ein bisschen hier, nimm mich ganz fest in den Arm. Und jetzt lass uns so bleiben. Bärbel. Von einem guten Morgen kann wirklich nicht die Rede sein. Was ist denn mit Ihnen los? Sie sind ja wie ausgewechselt. Gestern Abend, da waren Sie noch so fröhlich. Gestern war gestern, heute ist heute. Es ist nur, ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht, weil ich die ganze Zeit nachdenken musste. Über Markus, nehme ich an. Ja. Seien wir ehrlich. Ich habe mir grundlos Hoffnung gemacht. Selbst wenn Markus seinen Rückflug verschoben hat, dann ändert das doch nichts an der Tatsache, dass er ohne mich nach Madeira geflogen ist. Das stimmt. Und wenn ihm was passiert ist, dann hätte er sich jederzeit melden können. Das Telefon funktioniert einwandfrei. Das lässt also nur den Schluss zu, dass er mich gar nicht dabei haben wollte. Und dass er sich ganz sicher nicht mit mir eine gemeinsame Zukunft aufbauen wollte. Das habe ich ja gestern schon gemeint. Es ist wirklich schwer zu verstehen, warum Markus ohne Sie nach Madeira gefahren ist, wenn... Reden Sie ruhig weiter. Wenn ihm etwas an mir liegt, wollten Sie sagen. Habe ich Sie verletzt? Nein. Sie verletzen mich nicht. Markus verletzt mich. Und ich tue mir selber weh. Es tut weh, sich einzugestehen, dass man sich die ganze Zeit etwas vorgemacht hat. Was nützt es, sich darüber Gedanken zu machen? Das Leben geht weiter. Sie müssen nach vorn schauen. Und wie soll es weitergehen? Sie haben doch uns noch. Vor Markus hatten Sie auch ein schönes und zufriedenes Leben. Wissen Sie, das Traurige ist, dass Markus mir gezeigt hat, dass ich vorher überhaupt kein Leben geführt habe. Ich war wie tot. Bärbel, wir arbeiten jetzt schon einige Jahre zusammen. Ich hatte nie das Gefühl, dass Sie wie tot sind. Das ist nett von Ihnen, aber vielleicht haben Sie es einfach nicht bemerkt, weil Sie selber in einem Schneckenhaus leben und niemanden an sich ranlassen. Ich bin mit meinem Leben eigentlich ganz zufrieden. Jetzt habe ich Sie verletzt. Das wollte ich nicht. Das haben Sie nicht. Dann trinken Sie Ihren Tee doch zu Ende mit mir. Die Familie wächst und wächst. In ein paar Monaten gibt es ein weiteres Familienmitglied und dann kommt auch noch Bianca dazu. Und wenn Bianca und ich uns ein bisschen anstrengen, dann werden wir auch bald Nachwuchs bekommen und dann wird es hier am Tisch langsam ziemlich eng. Du bist heute so schweigsam, Vater. Wegen Ariane? Mit Ariane ist alles in Ordnung. Ich habe mir gestern ziemlich Sorgen um sie gemacht. Was ist denn mit Ariane? Nichts. Will sie immer noch nicht aus ihrem Zimmer kommen? Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Wieso denn nicht? Weil ich nicht darüber sprechen will. Was bist du denn so gereizt? Habe ich was Falsches gesagt? Ich bin nicht gereizt. Wir sind doch hier unter uns.
Oder darf ich jetzt plötzlich nicht mehr fragen, wie es Ariane geht? Nicht jetzt. Vater, ich würde gern nach dem Frühstück kurz mit dir reden. In Ordnung. Ach, das ist ja interessant. Mit Oliver redest du und ich werde ausgeschlossen. Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Was? Ich weiß sehr wohl, dass ich nicht Arianes leiblicher Sohn bin. Und dass mich das hier wahrscheinlich alles nichts angeht. Aber ich mag sie sehr gern. Ariane hat dich auch sehr gern. Aber es gibt Dinge, die gehen nur sie und mich etwas an. Habe ich was verpasst? Guten Morgen. Morgen. Du hast recht. Eure Probleme gehen mich wirklich nichts an. Lass uns das Thema einfach beenden. Guten Morgen, mein Spatz. Papa, du weißt doch, dass ich nicht Spatz genannt werden will. Natürlich, mein Spatz. Ist alles okay? Ihr seid so schweigsam. Es ist alles in Ordnung. Wo ist denn eigentlich Mama, Papa? Auf ihrem Zimmer. Wieso das denn? Sie ruht sich aus. Konntest du ein bisschen schlafen? Wie ein Murmeltier. Echt? Wieso nicht? Ich dachte, dass die Situation dich vielleicht ein bisschen bedrückt. Oliver hat mir von dir und Alexander erzählt. Woher wusste Oliver davon? Er hat ein Gespräch zwischen seinen Eltern mit angehört. Naja, ist ja auch egal. Bianca, es war so schlimm, als Ariane mich und Alexander gesehen hat. Sie stand ganz plötzlich da. Einfach so da in der Tür. Oh, wie schrecklich. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie es weitergehen soll. Was empfinden denn Alexander und du füreinander? Er bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich kann nicht mehr ohne ihn leben. Was denkt er? Naja, ich hoffe, er empfindet genauso. Heiko hat mir erzählt, dass es schon eine ganze Weile mit euch geht. Wieso hast du mir nie was erzählt? Heiko ist so eine Tratschtante. Ich wollte dich damit nicht belasten. Du hattest genug Sorgen mit Oliver. Ich wäre aber gern für dich da gewesen. Naja, das kannst du ja jetzt. Wir können jetzt wirklich jeden Freund gebrauchen. Weißt du, ich hatte immer solche Angst, dass Judith dich und Oliver zusammen im Bett erwischen würde. Und jetzt bin ich von Ariane erwischt worden. Das wäre unerträglich gewesen. Ich habe solche Gewissensbisse Ariane gegenüber. Willst du auf Alexander verzichten? Ich liebe ihn. Und was? Vielleicht haben die beiden sich einfach auseinandergelebt. Ich finde, Ariane und Alexander wirken in den letzten Wochen sehr glücklich miteinander. Wenn du von Arianes und Alexanders Glück sprichst, dann verletzt mich das sehr. Entschuldige. Ich stand dir immer zur Seite. Ich hoffe, du hältst jetzt auch zu mir. Natürlich, das tue ich. Vielen Dank. Wir müssen noch zusammenhalten. Ich werde jetzt arbeiten gehen. Du bleibst bestimmt heute zu Hause, oder? Mhm. Wenn du irgendwas brauchst, dann ruf mich an, ja? Mach ich. Kopf hoch. Na, dir scheint es ja gerade richtig gut zu gehen. Tut das auch. Und, wie kommt das? Da oben ist mal wieder eine dicke Luft, wie schon lange nicht mehr. Was ist denn los? Keine Ahnung. Rutsch mal. Ich vermute, es ist irgendetwas zwischen Herrn und Frau Wellinghoff. Sie war nicht beim Frühstück und er schläft in einem der Gästezimmer. Hören Sie sich ernst an. Ich war gerade oben bei ihr und sie wollte nicht mal, dass ich das Zimmer aufräume. Es war in letzter Zeit so schon ruhig hier. Also wenn du das Bedürfnis nach Harmonie in der Partnerschaft suchst, musst du dich nur an Sven und seine unbekannte Freundin wenden. Hm? Wieso? Schau ihn dir doch an, er sieht doch unverschämt glücklich aus. Redet ihr von mir? Ja, von dir und deinem Liebesglück. Neidisch? Nein, ich freue mich für dich. Ich freue mich auch für dich. Obwohl ich nichts dagegen hätte, wenn ich mich auch mal glücklich verlieben würde. Bist du denn richtig verliebt, Sven? Kann schon sein, Denise.